Schlechtigkeit und Ethik. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden. Schlechtigkeit ist ein eigenartiger Ausdruck. Schlechtigkeit drückt irgendwo aus, ein Mensch ist schlecht. Man kann sich über die Schlechtigkeit eines Menschen beklagen. Aber gibt es einen Menschen, der wirklich vom Grund auf schlecht ist? Gibt es die Schlechtigkeit eines Menschen? Wenn du schon öfters Vorträge von mir gehört hast, weißt du, ich meine nein. Es gibt keinen vom Grund auf schlechten Menschen. Die indische Mythologie ist voll von Menschen, die schlechte Handlungen vollführt haben, aber dann zu sehr guten Menschen geworden sind. Und auch in der westlichen Geschichte oder in der Religionsgeschichte findet man, wie Saulus zum Paulus geworden ist, oder auch der heilige Augustinus vorher ein Leben geführt hat, das nicht sehr ethisch war und dann zu einem großen Heiligen geworden ist. Swami Sivananda hat gerne gesagt, der Schurke von heute ist der Heilige von morgen. Und der Schurke von heute ist eigentlich jetzt schon tief im Inneren eins mit dem Göttlichen. Deshalb, wirklich, Schlechtigkeit ist kein Charaktermerkmal. Man kann aber sagen, dass es eine Schlechtigkeit gibt, in dem wie Menschen handeln. Also die Handlungen von Menschen können schlecht sein. Zum Beispiel, angenommen, jemand lügt, jemand betrügt, jemand behandelt Menschen schlecht, jemand ist gewalttätig. Diese Handlungen sind schlecht. Und so kann man von Schlechtigkeit der Handlungen sprechen. Und hier gibt es schon im Yoga eine klare Ethik. Es gibt im Yoga die Ethik der fünf Yamas. Das ist Ahimsa, nicht verletzen. Ja, es ist falsch, andere zu verletzen. Gewalttätigkeit, töten, ist ganz unethisch. Schlechtigkeit umfasst, andere zu verletzen, zunächst körperlich. Aber auch bewusst andere zu verletzen durch seine Worte, ist auch nicht gut. Sogar negative Gedanken zu anderen Menschen zu haben, ist auch ein kleiner Verstoß gegen Ahimsa. Aber natürlich, physische Gewalttätigkeit ist das Allerschlimmste. Schlechtigkeit. Schlechtigkeit umfasst dann als nächstes der Verstoß gegen Satya. Satya heißt Wahrhaftigkeit. Zu Satya gehört auch dazu, seine Worte zu halten, seine Versprechen zu halten, das zu tun, was man sagt, und heißt auch, keine Lügen zu erzählen. Verstoß gegen Satya, gegen Wahrhaftigkeit, könnte man auch sagen, gehört zur Schlechtigkeit der Handlungen. Astheya heißt nicht stehlen. Auch hier Schlechtigkeit könnte man sagen, wenn man Dinge nimmt, die einem nicht rechtmäßig gehören. Durch Betrug und durch Stehlen irgendwie ein Vermögen anzuhäufen. Im weiteren Sinne ist auch Raffgier ein Verstoß gegen Astheya. Man sollte teilen, was man hat mit anderen. Nur ansammeln und nicht teilen ist auch etwas. Man nimmt anderen etwas weg, was sie eigentlich brauchen. Brahmacharya, Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens gehört zur Ethik. Vergewaltigung oder auch Sex mit Minderjährigen würde man sicherlich heute sagen, Verstoß gegen Brahmacharya. Auch eine Sexualethik, die die Gefühle anderer verletzt, ist auch keine gute Sexualethik. Also hier, auch auf dem Gebiet der Partnerschaft, Sexualität, ist wichtig ethisches Verhalten. Schließlich Aparigraha, Unbestechlichkeit. Verstoß dagegen, also entweder sich bestechen zu lassen oder andere zu bestechen oder sich korrumpieren zu lassen, das wäre auch ein Verstoß gegen die Ethik. Und so könnte man sagen, es gibt Verstöße gegen die Ethik, die könnte man als Schlechtigkeit bezeichnen. Aber nicht der Mensch selbst ist schlecht, denn tief im Inneren ist jeder Mensch eins mit dem Göttlichen. Tief im Inneren will es jeder gut. Tief im Inneren strebt jeder danach, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. So ist kein Mensch wirklich schlecht. Aber der Mensch kann Schlechtes tun
unethisch sich verhalten. Und da muss man manchmal auch Menschen von abhalten. In diesem Sinne, um Schlechtigkeit zu überwinden, dazu ist es notwendig, sein Verhalten zu ändern. Und manchmal wird man auch andere Menschen dazu motivieren, ihr Verhalten zu ändern. Das waren ein paar Gedanken zum Thema Schlechtigkeit und Ethik. Als Grundprinzip, Menschen sind nicht schlecht. Tief im Inneren wollen Menschen Gutes. Menschen verhalten sich schlecht. Und man selbst sollte sich bemühen, sich ethisch zu verhalten. Und im Umgang mit anderen sollte man sich um ethisches Verhalten bemühen. Eine Gesellschaft als Ganzes muss auch überlegen, wie geht es mit der Schlechtigkeit des Verhaltens anderer um. Und da sind oft auch Sanktionen notwendig. Aber auch, wenn man gegen die Schlechtigkeit des Verhaltens anderer angeht, muss auch das von Liebe und Mitgefühl geprägt sein. Das sind mindestens meine Ansichten. Mein Name Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de. Hinter der Kamera ist Raffaela. Und wenn du das als Audio hörst, dann nur die Information, dies ist die Audiospur eines Videos.